Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer jetzt virtuellen Breakout-Session von Zelum. Mein Name ist Peter Mielke. Ich vertrete hier den Vertriebs- und Marketingbereich und wäre eigentlich einer der beiden Moderatoren gewesen für die On-Site-Veranstaltung von Werk 2, wo es gerade um das Thema ja, interaktive Zusammenarbeit, Collaboration-Prozesse geht, mit einigen Praxisbeispielen, die wir gerne beleuchten wollten. Und ich habe den Gerd Lasky noch mit dabei. Ja, hier Gerd Lasky. Ich sitze momentan im Homeoffice in Stuttgart in der Corona-Zeit und wir stellen realistisch die Homeoffice-Zusammenarbeit in der Kollaboration dar. Ich verantworte bei der Zelum das Thema Partnermanagement und betreue das Partnerökosystem der Zelum. Und ich stelle jetzt mit Peter ganz kurz vor, wie dieses ganze technische Setup funktioniert. Hiermit übergebe ich an den Peter zurück. Ja, besten Dank, Gerd. Ich teile jetzt auch meinen Screen, dass hier alle in der Lage sind, tatsächlich auch was zu sehen in der Session. Ich hoffe, das Videosignal ist hier gut. Auch ich sitze im Homeoffice, in meinem Fall auf der wunderschönen Ostseeinsel Rügen, auch in Isolation. Und gerade in Zeiten wie dieser ist es natürlich umso wichtiger, dass man immer ja, gerade einen eher zentraleren Ansatz hat, zusammenzuarbeiten, ob es jetzt um Kampagnen geht, Marketinginitiativen oder auch Vertriebsprozesse. Wie gesagt, wir selber haben jetzt auf einen aktiven Austausch gehofft innerhalb dieses Workshops, da das leider in dieser Form zumindest noch nicht und dann bis zum Oktober nicht möglich sein wird, haben uns einfach mal einen Prozess exemplarisch mit rausgepickt, den wir zusammen mit durchspielen wollen, um Ihnen zu verdeutlichen, wie man das Ganze heutzutage auch mit einem Best-Practice-Ansatz von Zelum mitlösen kann. Zelum selbst ist ja im Bereich der Content- und Collaboration-Cloud mittlerweile mit mehreren Lösungen unterwegs und wir schauen uns eben die ja, effektiveren Möglichkeiten zur Zusammenarbeit an. Zwei zentrale Elemente dabei. Das eine, die Zelum-App, die ich hier lokal bei mir installiert habe, mit der Möglichkeit eben beliebige Bereiche, in denen ich jetzt zusammenarbeiten möchte, Ordner, Collections, Strukturen, im Sync zu halten, seien es jetzt hier für die Upload-Prozesse oder auch für die Medien, die nachher letztlich freigegeben sind. Sehe auch hier immer die letzten Aktivitäten, die stattgefunden haben, und kann letztlich auch noch lokale Tools wie beispielsweise dann InDesign und andere mit anbinden, und dann dafür nutzen. Grundsätzlich sind dann alle Medien hier lokal auch verortet. Das heißt, sie werden auch offline verfügbar sein. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Online-Komponente, die wir jetzt hier sehen, also die virtuellen Arbeitsräume. Ich habe jetzt hier exemplarisch auch mal einen mit angelegt. Den kann ich hier über die Suche direkt mit ansteuern. Das heißt, ich habe hier so eine Art Vorschlagsliste von aktiven Arbeitsräumen, aber auch Aufgaben, in denen ich aktuell involviert bin. Spring jetzt hier in unseren Beispiel-Workflow für den Workshop mit rein und sehe hier die Kollegen, die agil arbeiten, von Ihnen werden es kennen, so eine Art Swimlane-Prinzip. Ich kann meine Aufgaben hier beliebig organisieren. Sehe jetzt hier, wir haben in dem Fall mal so einen vierstufigen Prozess uns rausgepickt mit einer bestimmten Vorauswahl von Medien, Retuscheprozess, einer finalen Freigabe und Sachen, die eben aussortiert wurden. Und sehe jetzt hier in dem Fall, ich habe schon ein Beispielmedium, in dem Fall ein Video dabei, kann jetzt hier auch noch bestimmte Fälligkeiten definieren und eben sagen, wer für welchen Prozessschritt verantwortlich ist. Und neben diesen Aufgaben ist eben ein weiteres zentrales Element, eben nicht nur die Aufgaben, sondern natürlich auch die entsprechenden Dateien und dann eben Personen zusammenzubekommen, mit denen man in diesen Projekten arbeitet. Bei den Dateien, wohlgemerkt, gerade jetzt nur das Video bisher. Und bei den Personen sieht man jetzt hier in dem Fall drei Personen, den Michael Saarländer, meine Person und den Gerd Lasky. In dem Fall der Gerd und ich eben als Moderator mit eingetragen. Das heißt, wir können auch beliebig weitere Leute hier einfach via E-Mail mit einladen. Das können dann gerne Agenturen sein, Fotografen, Leute, die halt Content zu diesem Prozess beisteuern sollen oder vielleicht eben auch in Retuscheprozessen mit verortet sind. Grundsätzlich ist das natürlich jetzt hier eher mit dieser agilen Arbeitsweise etwas, was ein Stück weit natürlich eine gewisse Arbeitsdisziplin und auch Verantwortlichkeiten voraussetzt. Man kann das Ganze aber auch als ja, vordefinierten Prozess ablaufen lassen, indem man dann sagt, es gibt eben komplett definiert so eine Art Prozessdiagramm, wo man dann eben diesen typischen Flow, den man so kennt, aus Projekten heraus auch visualisieren kann, so wie man es jetzt hier sieht. Klassischerweise haben wir jetzt hier schon gesagt, aus der Vorauswahl gehen die Medien dann entweder direkt in die Retusche,
Sie können final freigegeben werden oder komplett aussortiert, je nachdem, was initial jetzt in dem Fall von Gerd, den ich jetzt mal aussortiert habe, oder besser nicht aussortiert, sondern vorgesehen habe für die Vorauswahl, der dann eben aussortieren kann oder sagen kann, nö, das Medium hier, das Bild, das Dokument, das soll nochmal retuschiert werden. Oder er gibt es eben direkt frei, je nachdem, welchen Status er dafür vorsieht. Das übernehme ich jetzt einfach mal wieder zurück in meinen Arbeitsraum. Und jeder Prozess startet natürlich primär mit den Medien, die dahinter liegen. Und die muss ich jetzt gar nicht hier in den Browser mit übernehmen, sondern ich habe diesen Auswahlordner schon in meiner App lokal. Sprich, ich habe jetzt gesagt, dieser Upload-Ordner befindet sich bei mir lokal, ist auch offline verfügbar. Ich kann jetzt hier lokal reinschauen, sehe, da ist dann auch schon das Video drin, was ich entsprechend hier in meinem Browser, in meiner browserbasierten Ansicht gesehen habe. Und ziehe jetzt hier einfach lokal alle weiteren Medien, die ich für die Kampagne jetzt als wichtig erachte, mit dazu. Dann sieht man, ändert sich sofort hier natürlich der Status. Das heißt, ich sehe, das eine Medium ist eben schon hochgeladen. Bei den anderen hat jetzt der Upload-Prozess begonnen. Und parallel dazu werden die natürlich dann direkt in der Web-Ansicht auch mit zur Verfügung gestellt. Und ich kann hier parallel vielleicht einfach noch schnell die Verantwortlichkeiten mit definieren, indem ich dann sage, der Gerd ist für die Vorauswahl zuständig, ich hier für den Retuscheprozess, so dass man sich nachher auch über die entsprechenden Filter vordefinieren kann, in welchen Prozessen hänge ich jetzt noch drin, was muss noch erledigt werden, was nicht, und kann hier vielleicht auch in der Übersicht direkt sagen, für welche Aufgaben, die definiert wurden, möchte ich jetzt eine Vorschau haben. Gerade bei sehr medienlastigen Projekten ist es dann auch hilfreich, vielleicht einfach mal die Vorschau mit auszublenden, dass man wirklich nur die Aufgabenübersicht hat. Und auf den ersten Blick, wie man jetzt hier an dem Video sieht, gibt es dann auch entsprechende Anhänge oder auch Kommentare, die man setzen kann, die uns dann gleich, sobald eben die Medien hochgeladen sind, auch mit zur Verfügung stehen. Parallel sollte man mal die Übersicht verlieren, vielleicht hier in seiner Dateiübersicht noch nicht so genau wissen, wo ist jetzt vielleicht schon eine Aufgabe drauf gesetzt, oder man sucht ein gewisses Bildchen in diesem Kontext, kann man jederzeit zurückspringen in diese Expertensuche und einfach über ein Type-Ahead hier in dem Moment die entsprechenden Vorschläge sich mit anschauen und direkt auf das Material springen. Jetzt sehen wir schon, die Medien sind alle da. Das heißt, ich kann jetzt auch direkt mit an den Gerd übergeben. Wir sehen, die Vorschau hier für alle Medienelemente ist auch direkt mit verfügbar. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine Aufgabe, sondern für alle Medien inklusive Video, Dokumente, PDFs bekomme ich eine Direktvorschau, mit der ich arbeiten kann, und übergebe jetzt einfach mal an den Gerd, der für diesen Retuscheprozess zuständig zeichnet. Ja, dann übernehme ich. Ich hole mir mal den Bildschirm. Dann sollte ich die übergeben haben. Ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm. Ich sehe jetzt hier in der Vorauswahl unterschiedlichste Medien, die vorhin der Peter für unseren Workroom zur Verfügung gestellt hat. Ich kann mal durchscrollen. Also alles, was er vorhin auf seiner lokalen Platte hatte, geht jetzt hier in den Workroom, in die Vorauswahl. Und ich sehe jetzt hier unten ist ein Video. Es interessiert mich, was da drin ist. Ich lasse das Ganze mal abspielen. Das ist der Xylem InDesign Link. Dann schaue ich mir mal das Video an. Und das erkenne ich, ja, das ist ein Video, das passt nicht zu unserer Kampagne. Ich würde einfach sagen, das Ganze stoppen wir jetzt und verwerfen das. Das brauche ich nicht. Somit übergebe ich jetzt in aussortiert. Dann habe ich hier ein anderes, ganz normales Bild. Ja, ich suche mir dann das passende Bild aus, schaue ich mir mal an. Wir laden das. Jetzt stelle ich fest, ich hätte gerne hier noch eine Änderung, da wollte ich gerne die Namen von uns beiden drin haben. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Pin, klicke den an, nehme eine Schreiberfunktion, markiere den Bereich, sage dem Peter. Genau, einfach mit einer Ad-Menschen. Ja. Unsere Namen.
und kommentiere das. Und somit sieht man jetzt einen roten Punkt. Peter weiß, hier sollen unsere Namen rein. Somit schließe ich das Ganze wieder, beziehungsweise übergebe das jetzt in die Retusche, indem ich hier oben klicke. Da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Das Bild hier, das kann ich auch in die Retusche zum Beispiel übergeben. Kann ich jetzt reinziehen, also muss ich nicht in der Bildbearbeitung machen. Oder hier den Tab-Dummy-Image, den gebe ich gleich in die finale Freigabe. Somit habe ich dann die Möglichkeit, alle Medien auszusortieren, zu sortieren, in die Retusche zu schicken, mit Kommentaren zu versehen. Und somit weiß der Kollege, der mit mir zusammenarbeitet, was ist aussortiert, was ist final schon freigegeben und was soll er in der Retusche machen. Und vor allem sieht er dann auch optisch und mit Kommentaren, was ich angemerkt habe. Somit gebe ich jetzt an den Peter zurück. Genau, jetzt nehme ich mir einfach den Bildschirm zurück und sehe, es hat eine ganze Menge Änderungen gegeben. Also in dem Moment jetzt, wo ich dann wieder in mein Workroom mit einsteige, in meinen virtuellen Arbeitsraum, sehe ich eben, was hat sich alles getan. Es gibt jetzt neue Änderungen, gehe jetzt hier auf Aktualisieren, habe in dem Moment wieder komplett den Überblick, wo stehen wir überhaupt im Projekt. Sehe hier genau, es gibt schon ein Medium, was final freigegeben wurde. Ich habe eins, was aussortiert wurde, kann dann auch hier wieder mit einsteigen, schauen, warum wurde es gegebenenfalls aussortiert, gibt es da Anmerkungen für mich. Und so wie der Gerd eben beschrieben hat auf dem Bild, wo er mir die entsprechenden Anmerkungen mitgegeben hat, sehe ich dann auch auf dem Bild die entsprechenden Marker, kann hier drauf einsteigen und schauen, was hat sich tatsächlich getan. Das heißt, wo muss ich gegebenenfalls jetzt was nachschärfen? Und kann dann mit den entsprechenden Änderungen hier weiterarbeiten. Gerd möchte hier gerne die Namen noch drin haben. Das wäre etwas, was ich dann als meine Person, als Aufgabe direkt auch für mich mitnehmen kann und habe dann eben die Auswahl, mehrererlei Sachen zu tun. Das heißt, ich kann hier zum einen das Medium direkt mit runterladen, das heißt hier das Bild herunterladen und ein neues hochladen, kann mir den Prozess aber auch wesentlich einfacher gestalten, indem ich einfach wieder über meine lokale App gehe, hier in den Bereich des Uploads springe, in dem ja ohnehin alle meine Medien synchron gehalten werden, kann dann hier lokal einfach auf das Bild direkt mitgehen und meine entsprechenden Anmerkungen machen, die dann als neue Version im System wieder mit vorgehalten werden. In dem Fall kann man natürlich über das präferierte Bildbearbeitungsprogramm gehen. Ich würde hier einfach mit einsteigen und vielleicht einfach mit meinem Lieblingsprogramm mit Paint an den Start gehen. Das ist mit am einfachsten und lädt am schnellsten. Und kann jetzt hier beispielsweise einfach mit einem Textfeld mit reingehen, sagen, wir nehmen jetzt hier Gerd Lasky und Peter Mielke mit rein in das entsprechende Textfeld, ändere hier vielleicht noch die Farbgebung ein wenig, dass wir sagen, ja, das Ganze ist eher in einem Weißton gehalten. Zack, und wir machen das Ganze fett. Und entsprechend sichtbar. Und können dann natürlich jederzeit, wie gesagt, den Prozess jetzt hier auch nochmal wieder anschieben. Grundsätzlich kann ich es lokal einfach speichern. Das heißt, ich speichere das jetzt hier einfach in meinen lokalen Ordner mit rein. Und ich sehe, im Hintergrund wird sofort der Synchronisationsprozess wieder angeschoben. Das heißt, auch da habe ich jetzt hier 50, 100, 150 Bilder in der Retusche, spare ich mir ein mühsames Hoch- und Runterladen und basierend auf den Berechtigungen, die ich hier habe in meinem Workflow-Schritt, bin ich dann in der Lage, die Sachen direkt mit zu überarbeiten und das gerne auch neutral von dem entsprechenden Medientyp. Das heißt, es können genauso gut natürlich auch InDesign-Files, Photoshop-Dateien und andere sein, die man eben zentral bereitstellt. Gerne auch das Video, was wir gesehen haben, und das wird jetzt hier im Hintergrund aktualisiert und die neue Version mit zur Verfügung gestellt. Online sieht das Ganze dann folgendermaßen aus, also ich gehe dann zurück in meinen Arbeitsraum, in dem ich gerade unterwegs war. Jetzt sehen wir hier, ist auch schon die entsprechende Vorschaugenerierung am Laden und ich sehe aktuell Gerd Lasky und Peter Mielke in der neuesten Version nach dem Retuscheprozess entsprechend übernommen. Und kann es dann natürlich wieder entweder zurückspielen, zurück in die Vorauswahl und sagen, lieber Gerd, schau dir doch bitte mal die jetzige Version mit an und gib sie final frei. Und in dem Fall, weil ich eben auch die Berechtigung habe, kann ich es aber auch weiter in die finale Freigabe geben, sodass es dann von den Kollegen weiter genutzt werden kann. Ich würde das jetzt auch tun, sage hier, das wird final freigegeben
Habe jetzt noch ein Medium, was ebenfalls für die Kartusche angesagt war und sage hier einfach, das gefällt mir. Also geht dem Gerd nochmal eine kurze Rückmeldung. Das gefällt mir aber gut. Kommentiere das entsprechend, sodass es in der Historie und nachvollziehbar ist, warum das jetzt hier final freigegeben wurde und übergebe das ebenfalls in die finale Freigabe. Bin damit durch meine Aufgaben dann aus meiner Sicht durch und sehe jetzt hier, final freigegeben sind eben diese drei Elemente. Ist das jetzt das Ende vom Lied? Das heißt, gehe ich davon aus, dass alle anderen Medien, die jetzt hier drin sind, eben nicht die Vorauswahl bestanden haben und der Gerd eben sagt, nein, mit dem möchte ich nicht arbeiten, die sortiere ich gegebenenfalls später noch aus. Kann ich an dieser Stelle den Prozess auch schon beenden. Das heißt, kann hier wieder reinspringen und sagen, ich schließe jetzt hier diesen Workroom, bin damit dann final und würde den beenden. Und alle Medien, die eben final freigegeben wurden, landen dann an zentraler Stelle. Das heißt, in den meisten Fällen gibt es ja ein zentrales DAM-System oder eben auch lokale Bereiche, in denen man mit finalen Kampagnendaten arbeitet. Und in unserem Fall habe ich mir hier auch wieder lokal einfach einen ja, Medienordner entsprechend erstellt, indem ich da auch wieder Zugriff habe auf eben alle freigegebenen Elemente. Da ist jetzt gerade hier die Vorschaugenerierung noch am Werk. Und zentral habe ich eben alle diese Daten auch in meiner lokalen DAM-Umgebung. In dem Fall habe ich mir da in unserer Xelum Cloud einen entsprechenden Bereich geschaffen, in dem die Medien automatisch überführt werden. Sehe jetzt hier in meinem zentralen Dashboard auch schon die drei final freigegebenen Medien, die eben hinzugefügt wurden und kann jetzt hier aber auch wieder lokal in einer entsprechenden Struktur eben sehen, dass die freigegebenen Medien, die da Gerd jetzt als in dem Fall dann autorisiert für die weitere Nutzung freigegeben hat, lokal auch zur Verfügung stehen und kann von hier aus natürlich weiter damit arbeiten, kann sie in mein lokales Web-CMS mit übernehmen, gerne in meine PIM-Komponente oder auch in meine Social-Media-Kanäle. Das heißt, aus diesem kollaborativen Aspekt heraus sind sie jetzt wieder zentral in meiner DAM-Lösung, können dort angereichert, verteckt und eben weiter verarbeitet werden. Und in dem Moment, wo sie eben hier zur Verfügung stehen, habe ich sie eben auch wieder lokal. Und das ist jetzt hier der Blick zurück in meine lokale Umgebung. Da sehe ich jetzt, die drei Medien sind da. Und ich habe die dann hier entsprechend auch wieder im Zugriff und das Ganze auch wieder offline verfügbar. Das heißt, kann jetzt mit denen genauso in meiner lokalen Umgebung hier auch wieder weiterarbeiten und dies für meine Kampagne nutzen. Das vielleicht so viel ja, für den heutigen Exkurs. Wie gesagt, das ein Beispiel für so eine Art Best Practice Workflow sicherlich, wie man effizient auch mit dezentral organisierten Teams gemeinsam an Content arbeiten kann. Wie gesagt, das kann man jetzt gerne abstrahieren, auch für unterschiedlichste Anwendungsfälle. In dem Fall ist es ein relativ überschaubares Team gewesen mit Gerd, mir und dem Micha. Aber genauso gut können natürlich auch größere Teams und Verantwortlichkeiten da eine Rolle spielen und man jetzt auch noch mit anderem zeitlichen Bezug arbeiten, sodass man bestimmte Verantwortlichkeiten setzt, das Tasking auch nochmal herunterbricht auf bestimmte Deadlines, die einzuhalten sind oder gerne auch mit mehrstufigeren Workflows noch arbeiten. Das jetzt, wie gesagt, eher ein einfaches Beispiel, aber es zeigt nochmal sehr, ich glaube, charmant das Zusammenspiel, wie gesagt, dieser lokalen Komponente mit Xelum Drive, dann Workrooms als Organisationsplattform für eben Aufgaben, Personen und Content, der im Fokus steht. Und ich denke, gerade in den jetzigen Zeiten, wo man aus dem Homeoffice heraus oftmals natürlich nur sehr dezentral arbeiten kann und agieren, ist das sicherlich eins der Best Practice Ansätze, die man erfahren kann. Aber wir freuen uns natürlich Xelum-seitig gerne auch auf Input ihrerseits, wenn wir uns dann hoffentlich im Oktober auf dann der physischen Veranstaltung bei Werk 2 wiedersehen. Besten Dank. Okay.